Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade hier am Schneewittchen Trail und Fairy Trail in Winterberg. Und zwar das erste Mal dieses Jahr in Winterberg mit dem Marc zusammen, sozusagen alte Tradition. Wir sind ja, als wir uns kennengelernt haben, einmal zusammen nochmal nach Winterberg gefahren, so unter der Woche. Und ja, da lohnt es sich einfach meiner Meinung nach am meisten. Anders kann man es eigentlich fast gar nicht mehr machen, weil am Wochenende ist einfach viel zu voll. Ich teste heute im Norco das 27,5 Zoll Rad und werde mich danach dann entscheiden, was mir besser gefällt. Also will ich lieber 29 Zoll vorne fahren, also Mallet, oder halt 27,5. Wir machen uns jetzt ready. Der Marc hat nach eben bei Liquid Life seine neue Gabel abgeholt. Und machen jetzt hier Ghetto-Werkstatt kurz auf dem Parkplatz und dann geht's los auf das erste Mal Winterberg 2023. Viel Spaß dabei. Okay, Woodpecker gesperrt, also danke Hill. Ja, danke Hill. Der Woodpecker ist ja geil mit den Bocken. Ja, ja. Ja, geil. Nein. Ja, so viel gesperrt. Was ist das hier für eine Leine? Zum Aufwärmen sind wir dann also mal auf die Kehill gestartet. Leider waren an dem Tag einige Strecken gesperrt, also Schneewittchen, Fairy Trail, Woodpecker war zu, zwischenzeitlich war dann auch auf der Flow Country Baustelle und es war dann auch noch die North Shore gesperrt. Also jede Menge zu. Ich fand das dann schon ein bisschen traurig, dass man dann trotzdem ja immer den vollen Preis zahlt. Ich fand, Greenhill hat das eigentlich relativ gut gemacht, indem sie dann ein Ticket angeboten haben, was günstiger war, wo sie gesagt haben, hey, wir versprechen euch nicht, dass alle Strecken offen haben. Naja, nichtsdestotrotz wollten wir uns trotzdem den Tag nicht vermiesen lassen und haben losgelegt. Nachdem wir dann eine Runde auf Winterbergs Bremswellenparadies gefahren sind, wollte der Marc unbedingt noch die North Shore fahren und ich bin dir seit dem ersten Horrorbesuch hier in Winterberg ganz am Anfang nie wieder gefahren. Das heißt, dieser mittlere Abschnitt der North Shore war für mich eigentlich wirklich nicht mehr existent. Aber Marc meinte so, ja komm, wir schauen uns das an und wir müssen unbedingt den Step-Up noch fahren. Naja, ich habe mich auf jeden Fall dann überwunden und bin dem Marc einfach mal in der ersten Runde hinterhergefahren. Ja, das ging klar.
Hier nehme ich, glaube ich, auch nur den linken. Aber für den rechten denke ich mir, ob ich zu langsam. Ja, für den rechten, dann musst du halt auch die Wall oben springen, ist das Ding, ne? Jetzt kommt mein Hassstück, ne? Ja. Geil. Oh, mega weird alles. Aber ganz egal. Weird. Ja, ja, fahr einfach. So ein bisschen Abstand. Wir werden ja mal so sein. Geht's los. Hallo. Ja, einfach fahren jetzt. Das sieht schon weit aus, Alter. Ja. Der Speed müsste ja anscheinend passen, ne? Ja, ja. Aber das war jetzt viel weniger schlimm, als ich dachte, ne? Hier ist einfach Blickführung, das Ding. Aber Step-Ups fahren sich ja in der Regel nicht so schwer. Easy. Digga, das ist so einfach. Nein, das ist so einfach. Boah, aber ich habe so Schiss gehabt davor. Ja. Unglaublich. Ja, ich habe meine Angst jetzt auf jeden Fall von diesem komischen Rondell da besiegt.
So Leute, wir sind fertig in Winterberg. Wir räumen jetzt auf. Der Marc ist schon richtig abgefuckt, dass er das Auto jetzt aufräumen muss, wegen der Ghetto-Werkstatt. War ein cooler Tag. Ich muss allerdings sagen, Strecken waren okay. Freeride wie immer komplett Katastrophe, kaputt. Viele Strecken leider auch gesperrt, was ich ein bisschen doof finde, dass da nicht irgendwie ja, so eine Preisminderung war, wie zum Beispiel bei Greenhill, als nicht alles offen war. Das fand ich eigentlich eine coole Sache. Zum Beispiel Schneewittchen, Fairy Trail war zu, Woodpecker ist zu, North Shore war zu, wurde dann später geöffnet. Dann sind wir am Ende nochmal North Shore gefahren. War auch eine krasse Challenge für mich, weil die North Shore bin ich ja nur ein einziges Mal gefahren, als ich das erste Mal mit dem Steve hier im Park war. Und danach habe ich die ja nie mehr angerührt, weil ich so Paranoia hatte von dieser North Shore-Geschichte. Und ja, jetzt habe ich die abgehakt sozusagen. Ja, jetzt geht's nach Hause und der Marc hat sich bei uns zu Hause einquartiert für eine Nacht und darf heute auf unserer Couch pennen, weil morgen früh geht's noch nach Olpe den Vormittag für uns. Der Marc kann den ganzen Tag durchziehen und ja, also volles Bike-Wochenende. Das Norco in 27,5 hat mir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich überlege schon, ob ich mir einfach noch ein Laufrad besorge. Und dann kann ich theoretisch ja immer wechseln, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt erstmal noch ein bisschen so fahren, weil ich ja eh kein Laufrad habe. Und dann einfach mal überlegen, was ich so machen werde. Aber finales Feedback ist noch nicht gefallen. Fährt es halt auch gut, ne? Was soll ich sagen? Bisschen quirliger nochmal so, ein bisschen verspielter als das mit dem 29 Zoll Laufrad war. Kurven sind auf jeden Fall einfacher, man muss nicht mit so viel Nachdruck fahren, aber ja. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.